Heute sage ich mal ganz vereinfacht, Mensch, das stinkt mir. Und zwar in der Form, weil ich immer meinen Haushalt untersuche und dann immer so die kleinen Veränderungen feststelle. Und da ist unter anderem Spülmaschine, ja. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich die letzten 2 Tage Spülmaschine aufmache. Gott, wie das stinkt, ja. Keine Ahnung, wo es herkommt, weil ich die letzten Monate war immer alles okay, ja. Habe das ja früher schon mal untersucht, vor 2 Jahren. Und dann wenn man das so eine Tasse hat, also mir geht es so, Menschen sind verschieden mit den Gerüchen. Da riecht manchmal und das riecht wie, wenn es gerade aus dem Abfluss käme. Gibt's? Habe ich schon erlebt in einer Gaststätte, sage jetzt nicht welche, die haben sich so viel Mühe gegeben und dann haben sie ein super, super Fest gehabt und diese Gläser, die haben echt gestunken wie die Sau. Und zwar sind unschuldig, weil manche Menschen riechen das nämlich gar nicht. Und ich riech's aber. Für mich riecht's wie wenn ich gerade in eine Jauchegrube reinfassen würde. Ganz ekelhaft, dafür rieche ich andere Sachen. Jetzt habe ich mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Was haben wir in letzter Zeit alles anders gemacht? Sage ich zu meiner Rosemarie. Rosemarie, also erste Feststellung war, Rosemarie sagt, ich habe jetzt mal die Dings mit heiß gewaschen, ja, also hier mit gespült, mit 75 Grad. Einfach mal, wenn man so eine Spülmaschine hat, die Öko-Taste, das funktioniert immer nicht sauber, weil das ja zu niedrig Temperatur ist und deswegen bildet sich da immer Stinkebakterien. Also tun wir ab und zu mal mit 75 durch, ja. Und dann 75 mögen die meisten Bakterien nicht und dann verstinken die und dann sind sie tot. Deswegen riecht es danach nimmer. Und diese Bakterien, die hocken eigentlich überall, die Stinkemuffel, die hängen da unter drin, in der Ecke und so weiter oder in der Kante von den blöden Dingen. Muffel. Okay. Deswegen ab und zu Trick, hohe Temperatur, nicht auf Öko einmal, sondern auch mal rasch durch und dann 70 Grad, da verbrennst du halbe die Hände und das mögen die Viecher, wie gesagt, auch nicht. Aber, das haben wir jetzt alles gemacht. Wenn du das gemacht hast, dann gibt es das zweite Teil, wenn du nicht weiterkommst, dann nimmst du eine Zitrone, alte Zitrone, oben reinlege, einfach die, was halt übrig ist, vom Fisch oder so, ja, und lege die Zitrone oben mit rein. Vom Fisch ausgedrückt, hier meine Rose und Michael einmal, die ganze Zitrone, eine Zitrone pro Fisch. Eine ganze Zitrone pro Fisch ist unheimlich effektiv. Ein Tröpfle raus und dann kann man ja den Rest von der Zitrone da verwenden. Ist super. Absolut geniales Teil. Aber habe ich ja alles gemacht. Warum funktioniert es dann immer noch nicht? Ja? War doch die ganzen letzten Monate gut. Also sage ich zu Rosemarie, du, was hat sich denn geändert? Altes Prinzip wie bei den Techniker. Guck mal nach, wir nehmen den neuen Spüler. Der alte Spüler, den billiger gab es nicht mehr. Das ist gut und günstig, ja, gut und günstig. Und wenn man sich da ganz genau nachguckt, der kann alles, ja, der kann alles. Der hat ganz, 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 ganz viele Häkchen drin. Und zwar phosphatfrei. Das ist ja schon mal cool. Reiniger, Glasspüler, Salzfunktion, Edelstahlglanz, Glasschutz, Niedrigtemperaturensysteme, Reinigungsverstärker, Geruchsneutralisierer, extra Trockeneffekt, Silberschutz, blablabla, Fettlösekraft, Maschinenpflege. So, da gibt es 40 Tabs und diese 40 Tabs, die sind natürlich die sind teurer, was es vorher 60 Tabs gab. Ja, 60 Tabs, die waren billiger. Und halt 60 gehabt. Und da hast du natürlich nur 2 Funktionen gehabt. Da hast du nur gehabt, hier, ich mach mal dein Glas sauber und damit ist auch schon gut. Oder mal dein Besteck. Aber bei dem, wie es halt hier drin ist, phosphatfrei haben wir gehabt. Ja, phosphatfrei sind beide. Bei dem, wie es hier war, da haben halt die Gläser nicht gestunken und jetzt stinken sie. Obwohl hier Geruchsneutralisierer drin ist. Und Aktivbeschleuniger. Ich weiß nicht, wohin der aktiv beschleunigt. Vielleicht gerade in die Geruchsbeschleunigung hin. Also, meine Feststellung ist, das teuer muss nicht gleich besser sein. Teuer muss auch, kann auch stinkig sein, es kann mehr. Aber macht auch ein bisschen Problem. Power aktiv.
Aus irgendeinem Grund stinkt's. Aus irgendeinem Grund war ich glücklich. Das ist halt Classic, weil ich bin ja auch Classic. Ich bin ja so voll guter Klassiker, so wie der Mozart und so. Und dann nehme ich nächstes Mal wieder Classic und den schmeiße ich gerade in den Müll, wie es kommt, ja?